Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, wann ihr dieses Video seht. Hi, ein kleines Infovideo zu dem folgenden Stream. Es tut mir wahnsinnig leid, ich habe mich leider wieder mal recht dämlich angestellt, was die Audioeinstellung. Ich hatte zwar vom Bild her alles perfekt gemacht, aber die Audioeinstellung hatte ich leider verpeilt. Übrigens, das Auto, wo wir drin sitzen, ist der Willard Eudora. Den kann man nämlich auf Safran San Andreas kaufen, ich glaube seit letzter Woche schon. Das letzte Woche irgendwie rausgekommen ist, ist dieses wunderschöne Auto hier für 1,25 Millionen. Ich habe gedacht, ich tune ihn einfach mal mit euch. Und ja, also wie gesagt, das mit dem Stream von tut mir leid. Da war ich etwas dämlich, was den Sound angeht. Boah, sieht schon übel krass aus, zumindest im Dings da. So. Natürlich Rennbremsen, Stoßstangen von Stoßstangen. Die gehen wir auf Loretta nie. Das sieht aber auch schon geil aus. Ja, die anderen sehen halt so standardmäßiger, nehmen wir die Lowrider, aber Primärfarbe, wenn dann, ja. Extra Stange. Oh, okay. Wir können halt so ein richtig böses Auto aus ihm machen, ne? So, was nehmen wir da jetzt? Ich würde schon sagen, dass wir die klassische Stoßstange nehmen. Hallo, wenn dann schon Motor, natürlich EMS-Verbesserung 4. Der wird jetzt nicht die Meisterleistung bringen, weil das ist halt ein Klassiker, aber ja, das sieht halt auch geil aus, aber es passt halt nicht zu einem Klassiker. Dings, ach, das können wir schon machen. Na, Sprengstoff braucht man nicht, danke. Ja, keine Ahnung. Das sieht halt. Das gefällt mir bis jetzt am besten. Ich glaube, das nehmen wir auch. Siehst du sogar, er sagt, dass sie guten Geschmack habt, ne? So, Motorhaube. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Ja, wenn dann so, ja. Ich glaube, den lassen wir sogar in weiß, aber natürlich die altbewährte LKW-Hupe muss sein. Nee, Lichter und Scheinwerfer lassen wir aus. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben da die einfache Linierung, breite weiße, ja, weiß auf weiß sieht man super, nämlich nicht weiße Umrissstreifen. Es sollte halt irgendwas. Ja, rot sieht auch geil aus, vor allem mit dem Weiß. Weiße Flammen. Ja, würde auch gehen, aber es ist halt dann. Ich weiß nicht, das sieht halt nicht nach einem Klassiker aus, das sieht dann halt nach einem Rennwagen aus. Keine Ahnung. Das Santos-Muster sieht halt auch echt edel aus, ne? Downtown Cap und Co. Ja, könnte man machen, aber da muss ich noch ein bisschen was machen. Schieß auf Taxifahrten, zehn Monster Stunts ab. Ja klar, derjenige, der bemüht wird, der freut sich. Nee, danke. Dann nehmen wir doch lieber die. Hab ich fein entschieden. Es wird dann nämlich, warte mal, wo ist die denn? War doch hier irgendwo. Das hier. Los Santos Musterung. Spiegel. Gidea, natürlich. Primärfarbe. So, Nummernschild. Machen wir Hello. Lackierung machen wir klassisch Kreten. Also eigentlich hätte ich da schon gerne Silber wäre halt edel. Ne? Ich glaube, wir nehmen Silber und als Sekundärfarbe könnten. Ja, nee, dann sieht man das Muster nicht mehr. Da könnte man auch ein schönes Weiß nehmen. Oder ein Limettengrün, das würde halt zum Muster passen. Ne? Ah, doch, komm, das machen wir. So, Ausstattungsfarbe. Natürlich Frostweiß. Natürlich. Cool Emblem, mach mal keins auf, es dürfte mega mies aussehen. Dach. Dach sekundär. Nee, das können wir so lassen. Dachzubehör. Ah, nee, 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 nee. 822.000 könnte ich den jetzt wieder verkaufen.
Ja, natürlich Sekundärfarbe Federung. Nee, lass mal so. Ich brauche keinen Lowrider. Renngetriebe, Ausstattung. Untere Chroma-Zierleiste, Zielstreifen, Primärfarbe. Ja, dann nehmen wir Zielstreifen, Primärfarbe, oder? Ja. Turbo natürlich, Reifen bleiben wir bei denen. Das bleiben die Originalreifen, aber Reifen verbessern auf jeden Fall. Reifenqual brauche ich nicht unbedingt. Alles Rauchklasse, ja, Mann, und auf Wiedersehen. So, schauen wir mal, ob das Schätzchen was kann oder auch nicht. Natürlich ist es jetzt mit dem Turbo und dem Ding kein hundertprozentiger Klassiker mehr, aber wir könnten dann mal ja kurz zumindest bis zur Garage fahren. Also, wie gesagt, es tut mir nochmal wahnsinnig leid mit dem Stream von vorhin. Ich hatte leider nicht bedacht, da irgendwen mit ins Boot zu holen, der mir Bescheid sagt, zwecks dem Ton. Das tut mir wahnsinnig leid, wirklich. Und ich hoffe auch, dass das so schnell nicht nochmal vorkommt. Ich hoffe es mal. Ach, Klappe halten. Lustig ist es auch, gerade dass es auf dem Kontrollbildschirm heller, dunkler ist als auf meinem Aufnahmebildschirm. So, natürlich tun wir den jetzt erstmal eins parken, bevor ich danach irgendwie einen passenden Parkplatz finde. So. Natürlich bin ich gerade echt unpassend angezogen mit roten Klamotten und roten Haaren in dem grünen Auto. War es noch nicht geplant, aber ja, ihr kennt ja mich. Ich bin immer gern spontan. So, ihr Lieben, ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da. Checkt die Infokarte oben. Da dürfte demnächst, hoffentlich demnächst auch mal wieder weitergehen mit dem Podcast. Wenn nicht, dann starte ich selber ein. Nein. Ich werde noch ein paar meiner Lieblings-YouTuber unten in den in der Infobox verlinken. Schaut da auf jeden Fall auch rein. Und bis zum nächsten Mal. Tü-tü-tü.